Servus zusammen. Auf das Video haben schon einige sehnsüchtig gewartet, ich weiß. Aber wie gesagt, es wird alles kommen nach und nach. Auf jeden Fall, im heutigen Video geht es um unseren Technikbereich unten. Was wir alles verbaut haben, warum wir es alles verbaut haben, wie das Ganze funktioniert, wie das Ganze zusammenspielt und natürlich, was für Fehler ich selber bei meiner Konstruktion gefunden habe und wie ich das Ganze verbessert habe. Viel Spaß beim Video! Mein Name ist Tobi, seit vielen Jahren begeisterter Terrianer, Aquarianer und Hundebesitzer. Heute Produkttester und immer auf der Suche nach den neuesten Ideen. Durch meine Videos könnt ihr mit mir die Produkte testen und entdecken, sowie aus meinen Erfahrungen, Tipps und Fehlern lernen. Begleitet mich und meine Tiere durch die spannende Tierwelt. So schaut unser Technikbereich mittlerweile aus. Als allererstes haben wir uns zwei Regale besorgt, damit ich meine ganzen Sachen da schön einsortieren kann, was man halt so im Meerwasserbereich braucht. Innen drin Kabelmanagement habe ich versucht, so gut wie möglich und sauber umzusetzen. Und da in der Ecke ist noch neu dazugekommen eben unser Behälter für die Dosieranlage, die haben wir nämlich auch schon verbaut. Aber ihr gesagt, ich schalte euch mal die GoPro ein und wir gehen mal nacheinander alles durch, was wir verbaut haben und warum wir das Ganze verbaut haben. Ich muss da bloß nochmal kurz draufdrucken. So, ich habe mir da so einen kleinen Stab hergerichtet. Das ist eigentlich zum Korallenfüttern und mit dem kann ich euch das dann alles besser zeigen. So, damit die mit der Hand überall rein muss. Ich hätte mal gesagt, wir fangen mal mit dem einzigen an, was wahrscheinlich euch jetzt vom Gehör auffällt. Und zwar, ihr hört, das Ganze ist wirklich ziemlich leise geworden jetzt. Wir haben am Anfang das Problem gehabt mit dem Klackergeräusch, wer das Video angeschaut hat. Und das ganze Problem haben wir in dem Bereich gehabt. Ihr seht es, da haben wir ein T-Stück verbaut. Und dieses T-Stück hat das Problem, dass auf der linken Seite das Rohr weggeht. Und durch dieses Stück auf der linken Seite kriegt das Wasser eine Bewegung. Und da oben ist schon unser Rückschlagventil. Und deswegen hat dieses Rückschlagventil angefangen zu klackern. Wenn man da ein Y-Stück einbaut, wird das Ganze nicht mehr sein. Wir haben das einfach so gelöst. Wir haben von diesem Rückschlagventil eine einzige Windung von der Feder abgeschnitten und das hat schon ausgelangt, dass das Ganze eben feiner raufdrückt, weil sonst war der Widerstand zu hoch und das Rückschlagventil hat uns immer runtergedrückt und dann wieder nach oben, wieder runter, wieder oben, wieder runter und das war das Problem mit diesem komischen Geräusch, was so geklackert hat. Wir werden es auf jeden Fall, oder ich werde es auf jeden Fall dann umbauen, weil ich möchte noch ein, zwei Sachen in der Zukunft dazu bauen. Und da muss ich sowieso in diesem Bereich alles erneuern und da werden wir das Y-Stück dann gleich mit einbauen. Warum haben wir von Anfang an kein Y-Stück mit eingebaut? Das Problem war, dass am Anfang mit dem Y-Stück hat es einfach Lieferschwierigkeiten gegeben. Und das haben wir jetzt erst gekriegt, das läuft jetzt Um einen Monat circa läuft das Becken jetzt und jetzt haben wir das Y-Stück erst bekommen und deswegen haben wir gesagt, mit dem T-Stück funktioniert es eigentlich zu 100% genauso und hat es aber nicht. Okay, das ist schon mal das Größte, was uns freut, dass wir selber herausgefunden haben, was da war und dass wir das Ganze verbessert haben. Dann, wer sich daran erinnert, UV-Anlage. Das Ganze hat vorher ganz anders ausgeschaut und zwar ist zuerst dieses Rohr auf der Seite runtergegangen. Wir haben aber das Problem gehabt, dass wir zwischendurch in unserem Becken Luftblasen gehabt haben. Die hat es oben über die Förderpumpe mit reingepumpt. Und da haben wir herausgefunden, dass einfach das Problem war von dem Fallrohr. Wenn es genau in das Becken reingeht, entsteht unten einfach eine kleine Verwirbelung und da entstehen Luftblasen und diese Luftblasen hat es uns dann einfach mit raufgezogen. Deswegen habe ich es jetzt provisorisch, wie gesagt, es kommt noch was dazu, provisorisch mit einem Schlauch einfach in das nächste Becken getan, in das Ruhebecken, wo auch der Abschäumer drinnen steht, so dass das Wasser
langsam mit rüberlaufen kann und somit keine Luftblasen mehr entstehen. Das ist das Nächste, was ich verbessert habe, wo wir herausgefunden haben, dass wir von Anfang an einen Fehler gemacht haben einfach. Das waren jetzt mal so die Fehlerquellen, die wir behoben haben, so dass das Ganze jetzt wirklich 100% sauber und gut läuft. Vielleicht schauen wir uns dann ein bisschen die Elektronik an. Ihr seht, da drinnen ist wirklich ziemlich viel Elektronik verbaut. Einige Sachen braucht man einfach und einige Sachen sind einfach Sicherheitsmaßnahmen, die wir gerne drinnen verbaut haben, da man sich dann einfach sicherer fühlt. Als allererstes fangen wir mal da oben bei diesem Teil an. Dieses Teil ist dazu da. Ich kann das mal schnell herholen, dann die Verpackung in der Nähe. Dieses Teil ist dazu da, damit eben der Abschäumer, wenn er mal voll sein sollte, aufhört zum Abschäumen. Das heißt, da ist ein Sensor hinten verbaut, der erkennt, wenn der Wasserpegel zu hoch geht und hört dann auf zum Abschäumen. Das Ganze ergibt auch einen lauten Piepston, so damit man hört, wenn das Ganze soweit ist zum Abschäumen. Hat einige Vorteile. Der erste Vorteil ist, ihr seht, wir haben da drinnen sehr viel Elektronik. Das ist zwar für den Unterschrank ausgelegt, aber man muss es ja nicht provozieren, weil wenn der Abschäumer übergeht, dann fängt er an, über den Deckel das Wasser rauszuspritzen und somit passiert das Ganze nicht mehr. Wir haben natürlich auch einen sauberen Unterschrank dann, weil natürlich das nicht mehr überall hinspritzt und gleichzeitig schonen wir die Elektronik damit auch noch. Dann sind da in den nächsten unsere zwei Strömungspumpen verbaut. Da sitzt da oben auf der linken Seite die zwei Controller. Die zwei Strömungspumpen von Dunze haben wir ja exakt die zwei größeren verwendet, da wir einfach ein bisschen Reserve haben wollen. Jetzt laufen sie gerade auf 7 und 5, wenn ich mich da richtig, ich sehe leider bloß einen, auf 7 und 5 laufen sie, glaube ich. Und es ist so schön die Mittelstufe, so dass sie nicht überbelastet werden, aber eben, dass es super funktioniert. Dann haben wir unten drunter nochmal drei. Diese drei sind einmal für die Pumpe, die das Ganze nach oben fördert, die in dem rechten Behälter da hinten drinnen sitzt. Einmal für unsere Nachfüllanlage, die das Osmosewasser von diesem Tank automatisch oben in das Aquarium reinpumpt. Nicht ins Aquarium, sondern oben in den Technikschacht hinten. Damit das Ganze eben sehr schön vermischt, gleich mit runterrinnt und dann wieder ins Aquarium oben mit reinkommt. Der nächste Controller, das muss ich kurz überlegen, ist für die UV-Anlage, damit eben die UV-Anlage Strom kriegt und somit perfekt läuft. Die UV-Anlage, da haben wir die größte von der Firma JBL verbaut, sind bis jetzt wirklich sehr, sehr zufrieden. Es ist alles dicht, es funktioniert einwandfrei und unser Wasser schaut wirklich super aus. UV-Anlage braucht sie einfach, damit die Bakterien und Keime, was überflüssig sind, die was ihr nicht haben wollt im Becken, abgetötet werden. Dann haben wir noch einen Controller verbaut, und zwar da auf der rechten Seite. Der Controller ist dazu da, damit wir unser neues Meerwasser, ihr seht, da steckt nichts dran. Der pumpt einfach, wenn wir mit dem Fass herkommen, das neue Meerwasser oben ins Becken rein und somit tun wir uns da leichter und müssen nicht immer das Ganze mit der Hand einschöpfen. Dann sind natürlich unten noch unsere drei Kessellampen eingesteckt. Der Controller sitzt da ganz auf der linken Seite hinten. Was ich noch vergessen zu sagen, wir haben ja bei den Duplamarin-Pumpen einen Lichtsensor mit dabei. Der Lichtsensor sagt der Pumpe oder der Strömungspumpe, es ist Tag oder Nacht. Das heißt, wenn das Licht auf den Sensor leuchtet, dann sind sie stärker und wenn das Licht weg ist von dem Sensor, dann werden die Pumpen schwächer. Das Ganze haben wir so hundertprozentig perfekt platziert, dass dadurch, dass wir so ein dickes Acrylglasbecken haben, leuchtet genau von der Ecke, von der Spitze, ein Lichtstrahl über diesen Sensor. Das heißt, sobald das Licht oben ausgeht, geht der Sensor auch aus und somit haben wir Nachtmodus. Finde ich ganz cool, wenn man auf so Kleinigkeiten schaut,
und wenn es dann auch natürlich funktioniert. Dann gehen wir weiter zu unserer letzten Dublamarin-Pumpe, und zwar die Hauptpumpe. Die Hauptpumpe, da haben wir auch die größte von Dublamarin. Die Videos könnt ihr alle euch anschauen, die sind alle in unserer Playlist vom Meerwasserbecken 2.0 Hawaii. Da haben wir auch die größte verwendet, aus zwei Gründen. Erstens mal, da wir doch eine sehr hohe Förderhöhe haben, bis ganz oben. Und die zweite Grund ist einfach, da wir einfach Sicherheitsmaßnahmen haben wollen, wenn man mal ein bisschen mehr Strömung braucht, können wir die Pumpe eben rauffahren. Da müsst ihr euch dann genau ausrechnen, wie viel schafft euer Abschäumer, wie viel Förderhöhe braucht ihr, wie viel kommt dann oben an. Und dann könnt ihr das an eurer Pumpe eben perfekt einstellen. Die Pumpe ist ziemlich cool, da kann man das eben stufenlos einstellen. Und ihr habt drei Modis dabei, einmal Fütterung und einmal Wellengang. Weil man kann die Pumpe auch als Strömungspumpe hernehmen. Dann kommen wir zu unserem Abschäumer von der Firma Alcra. Wir sind bis jetzt wirklich extrem zufrieden mit dem. Er funktioniert einwandfrei, er ist sehr feinfühlig zum Einstellen, da muss man ein bisschen rumtüfteln, wie man das gern hätte. Aber ich glaube, ich habe da drei Abende ein bisschen rumgespielt und ein bisschen getestet und bis jetzt funktioniert das Ganze wirklich einwandfrei. Dann haben wir da auf der linken Seite, das werdet ihr wahrscheinlich da gut sehen, einen Cooling Controller verbaut. Der Cooling Controller regelt bei uns einmal den Heizstab, der unten bei uns im Technikbecken sitzt. Und das zweite, wir haben da hinten so Ventilatoren eingebaut, zu denen komme ich gleich, damit wir das unter den Unterschrank eben kühlen können. Der regelt das Ganze auch noch mit. Weil wir gerade bei den Ventilatoren sind, quatschen wir gleich über die Ventilatoren. Da sind zwei PC-Lüfter verbaut, die kann ich euch unten verlinken, dass ihr genau wisst, was wir genommen haben. Denn ihr seht, wir haben da schon einen ziemlich kleinen Technikbereich und wir müssen natürlich schauen, dass die Feuchtigkeit, die da innen drin entsteht, weil natürlich da drinnen Wasserbewegung ist und Wärme, entsteht Feuchtigkeit, müssen wir da rausbringen. Deswegen läuft ein Lüfter, der vorne links, die ganze Zeit, der bläst die Luft immer nach außen und der eben die Luft nach innen bläst. Und der zweite Ventilator schaltet nur ein, wenn die Temperatur im Wasser zu hoch wird und bläst eben die Luft nach innen. Wir haben das schon mal getestet, mit dem Ventilator bringen wir die Temperatur vom Wasser circa um 1 Grad runter. Es wird auf jeden Fall noch jetzt im Sommer eine zweite Kühlmöglichkeit oben im Becken reinkommen. Da haben wir geplant von der Firma Hobby, oben die Ventilatoren, die es gibt für das ganz normale Aquarium, werden wir oben auf jeden Fall draufbauen als Sicherheit, weil es bei uns wahrscheinlich ziemlich warm wird. Wir wissen es nicht genau, ihr wisst ja, wir haben alles neu gebaut, das müssen wir jetzt alles abklären und abchecken. Aber wir gehen da einfach mal auf Nummer sicher. Da hinten drinnen habe ich einmal eine 6er-Leiste und einmal eine 5er-Leiste verbaut. Die auf der Rückseite da oben, die zeige ich euch dann noch. Das ist ganz cool. Wir haben da nämlich, erkennt man das im Video, da so einen Sichtschutz, wenn man das so nennen darf. Und da oben drüber habe ich so unsere Hauptsachen verbaut. Das heißt, da kann ich auch einzeln unsere ganzen Pumpen ausschalten, aber das filme ich dann. Das habe ich oben alles schön markiert und alles schön sauber, so gut wie es kann, erledigt. Wir haben da innen drinnen so kleine Clips verwendet, um eben die Kabel so schön wie möglich in unserem Unterschrank zu führen, damit das Ganze halbwegs nach was ausschaut. Ich bin da immer nicht ganz zufrieden, aber ich denke, für so viel Elektronik in so einem kleinen Raum kann man das Ganze wirklich anschauen. Nach meiner Meinung wäre es zwar noch ein bisschen schöner, aber es funktioniert einfach nicht. Wir haben alles Mögliche probiert. Ich verlinke euch die Clips, die sind ganz cool, sind euch sehr teuer, verlinke ich auch unten, könnt ihr euch anschauen. Habe ich jetzt schon sehr oft benötigt. Da habe ich genauso da innen drin unsere ganzen Schläuche verlegt von der Dosieranlage. Funktioniert auch einwandfrei. Bis jetzt läuft bei der Dosieranlage nur ein einziger Behälter, das ist die letzte Pumpe da oben. Und zwar dosieren wir jetzt nur KH nach, weil wir KH-Verbrauch haben von ca. 2 in der halben Woche. Und es ist einfach einfacher für uns, das Ganze so zu machen. Wir testen immer zwischendurch noch, aber so funktioniert das eigentlich einwandfrei.
Ich glaube, was vielleicht einen oder anderen interessiert, wie so ein Technikbecken funktioniert, ich denke, das werden wir jetzt mal schnell durchgehen und ist sicher für jeden interessant. Ihr seht schon, wir haben da hinten drei Leitungen, okay? Die erste Leitung ist unsere Hauptleitung, die von oben nach unten geht. Die zweite, die in der Mitte, ist unsere Leitung, die das Wasser von unten nach oben pumpt. Und die dritte Leitung auf der rechten Seite ist unsere Leitung für den Überlauf. Falls mal irgendwas in der linken Leitung verstopft sein sollte, ist immer nur diese Leitung da, die funktioniert. Ihr seht, die ist bei uns immer ganz offen. Da kann wirklich das Wasser dann richtig schön durchschießen. Das heißt, das Wasser läuft da rein, in diesen ersten Schacht da hinten. Dieser erste Schacht, da kann das Wasser eigentlich so wild sein, wie es nur will. Wird dann weitergeleitet über zwei Filtermedien. Bei uns ist Silikat drinnen, da wir noch ein bisschen Silikat in unserem Becken haben. Da am Anfang die Steine das Silikat ein bisschen einsaugen und dann, wenn sie voll sind, das Ganze wieder abgeben. Und deswegen haben wir jetzt noch bei uns das Silikat drinnen zur Sicherheit. Wir haben vor zwei Tagen gemessen, wir waren Silikat auf 0. Wir werden das jetzt nochmal messen am Sonntag. Am Sonntag ist immer unser Testtag. Und wenn es wieder auf 0 ist, dann kommen die zwei Sachen wieder raus. Ein kleiner Tipp von mir noch. Wir haben zum Beispiel schon zweimal eine Kohle drinnen gehabt, weil das sollte man einmal im Monat einfach reintun. Erstens am Anfang, wenn ihr eure ganzen Korallen verklebt, da die ganzen Schadstoffe von dem Kleber rausgefiltert werden. Und dann einfach einmal im Monat, weil natürlich die Korallen, wenn sie wachsen und wenn sie schön leben, anfangen abzuschleimen und das Ganze dann die Schadstoffe einfach rausfiltert, die Kohle. Deswegen ist die bei uns auch einmal im Monat für drei Tage drinnen und fliegt danach wieder raus. Dann geht sie in die nächste Kammer. In dieser Kammer steht unser Abschäumer. In dieser Kammer passieren eigentlich so die wichtigsten Sachen. Einmal, es wird abgeschäumt. Das zweite Mal, die UV-Anlage kommt dazu. Das dritte Mal, da ist unser Sensor drinnen für unsere Temperatur. Und das vierte, da kommen die Sachen rein von der Dosieranlage, weil es einfach da am besten vermischt. Dann geht das Ganze weiter in die Ruhekammer, sage ich jetzt einmal. In der Ruhekammer sollte eigentlich das Ganze so wenig wie möglich sich bewegen. Dadurch, weil wir ja oben im Hauptbecken oder in unserem Aquarium keine Luft haben wollen. Und man erkennt es, glaube ich, sogar im Video, dass es da extrem ruhig ist. Das Wasser steht eigentlich schon fast und auf der Seite sieht man eine gewisse Wasserbewegung. Und genau so sollte es sein und so ist es perfekt. Und was ich euch noch vergessen habe zu sagen, in unserem mittleren Bereich, wo eigentlich alles passiert, haben wir auch noch Riffgestein unten drinnen liegen, da sich da einfach ohne ein bisschen Bakterien ansammeln können und das alles schön die Biologie aufbauen kann. Dann kommen wir zum nächsten Teil und zwar zu unserem GBL UV-Klärer. Der läuft bei uns unter einem Bypass-System. Bypass-System heißt einfach nur, dass wir irgendwo eine Strömung oder ein Wasser abzapfen und das theoretisch dann keine eigene Pumpe benötigt. Da haben wir das Ganze eben mit dem T-Stück gemacht. Das Ganze über das T-Stück unten rein, unten. Jetzt muss ich euch das wieder einschalten, das habe ich ausgeschalten. Unten drinnen haben wir da einen Sperrhahn verbaut. Erkennt man ganz gut mit dem roten Hebel da. Und mit diesem Sperrhahn kann ich eigentlich genau meine Menge, die in das UV, in eine UV-Anlage reingeht, dosieren. Das heißt, ich kann entweder sagen, wenn ich weniger mache, mache ich eine Komplettreinigung vom Wasser. Wenn ich es halb mache, eine Teilreinigung. Und sonst einfach so läuft es mit. Das läuft dann unten rein, steigt über die Lampe auf und kommt dann oben wieder zurück eben in unser Ruhebecken. Ich denke, so hat man das Ganze am besten genutzt. Man verbraucht weniger Strom und es läuft einfach mit, da eben die Pumpe genug Leistung hat. Und da kann ich jetzt eben auch wieder mir das Ganze so einstellen, wie ich es gern hätte. Wenn ich eben mehr Leistung haben möchte in meiner UV-Anlage, kann ich eben weiter aufdrehen, kann mir die Pumpe eine Nummer stärker stellen und somit läuft das Ganze schneller durch die UV-Anlage durch. Dann hätte ich gesagt, zeige euch das Ganze mal im Detail, so schön wie ich das Ganze nur kann und dann quatschen wir nochmal drüber.
wisst, ich bin immer ein bisschen eigen bei sowas und bei mir hat jedes Aquarium eigentlich seinen eigenen Cleaning Setup, wenn man es so erzählen darf. Und ich mache da jetzt keine Fremdwerbung, aber das sind für mich die coolsten Kübel für sowas. Denn mein unteres Becken hat einen eigenen Schwamm, um das Ganze zu reinigen, da man doch zwischendurch ein bisschen was sauber machen muss. Ein eigenes Tuch, um das Ganze trocken zu wischen und eben einen eigenen Kübel. Von mir ein Tipp, ich putze meinen Unterschrank innen drinnen und die ganzen Geräte nur mit Osmosewasser, weil dadurch keine Kalkflecken entstehen, wenn einmal ein Tropfen irgendwo eintrocknet. Und das ist schon ganz gut, wenn man eigene Sachen hernimmt, da, wenn man jetzt zum Beispiel mit Salz da was zu tun hat, können doch kleine Kristalle entstehen und man kann andere Sachen verkratzen. Deswegen ist immer gut, wirklich bloß eine Sache für einen Bereich herzunehmen, damit das Ganze dann wirklich sauber wird und zu 100% funktioniert. Ihr seht da, ich habe noch mein eigenes Handtuch da drinnen, wenn ihr drin irgendwas machen muss, damit ich meine Hände abputzen kann. Und wir haben eigentlich den Aquarienschrank so gut wie möglich durchdacht, dass alles an einem Platz ist. Es schaut zwar ein bisschen viel aus, aber ich komme jetzt mit dem Workflow eigentlich ziemlich gut zurecht. Wie gesagt, wir sind schon einen Monat lang jetzt da am Hantieren, jeden Abend eigentlich, und sind damit wirklich sehr zufrieden. Ich verlinke euch alles, was wir da verwendet haben, oder ich probiere es so gut wie möglich, alles unten in der Beschreibung zu verlinken, damit ihr das Ganze anschauen könnt und wenn auch selber nachkaufen könnt. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und habe euch da ein bisschen einen Einblick von unseren Fehlern und von dem Ganzen, was wir so verwenden, geben können. Wenn euch interessiert, wie unser Meerwasserbecken oben nach einem Monat ausschaut, dann schreibt es uns unten in die Kommentare, dann werden wir darüber auch ein Video machen. Und sonst würden uns freuen, wenn ihr liked, teilt und abonniert. Und bis zum nächsten Mal.